Ich habe das schon zu alten Tagen extrem genossen, wenn ich unterwegs war, zu Vollmond. Man ist mit Mutter Natur unterwegs und genau in diesen Momenten kommen die besten Gedanken hoch. Mein Name ist Ernst Merkinger, ich bin 27 Jahre alt und nachdem der Hans-Peter und ich zu Vollmond schlecht schlafen, haben wir uns ausgemacht, dass wir gemeinsam die Stille der Natur aufsuchen. Ich bin der Hans-Peter Kreidl aus Neukirchen am Großvenediger, Organisator vom Skidornwinter. Das Faszinierende ist ja, wie heute der Schnee glänzt, die Welt ist einfach ruhiger. Es schaut so aus, als würde man die Zeit stillsteht und man hört, wie der Schnee kratscht und man kann sich noch ein bisschen mehr selber spüren einfach. Beim Skitouren gehen denke ich einfach jedes Mal an meinen Cousin. Das ist einfach so, der beim Paragleiten verstorben ist. Ich bin halt mit ihm einmal im Jahr zumindest eine Skitour gegangen und umso mehr berührt es mich, wenn ich da heute den Gipfel darauf gehe. Konzentriert sich noch viel mehr auf sich selber. Man hat noch mehr Zeit, die Bewegung zu genießen. Und da hält man natürlich auch dann eher mehr noch seinen eigenen Schritt. Wer sowas erlebt, der ist dann so frei im Kopf von der Alle kommt. Also das kann man eigentlich nur jedem empfehlen, weil dann bist du so richtig zufrieden. Ich habe das immer gern, wenn es auf das Wesentliche reduziert wird. Das erinnert mich ein wenig an das Pilgern. Also ich habe das Gefühl, dass sowohl Skitouren gehen Pilgern sein kann, als auch das Spazieren gehen Pilgern sein kann. Es kommt halt immer darauf an, mit was für einem Mindset man an die Sache rangeht. Und es ist, wenn man so möchte, meditieren mit den Füßen. Wenn man da rauf geht am Berg und schweigt und das Licht genießt, das uns der Vollmond schenkt. Man kann die Welt anschauen, genießen, ja, vielleicht eine kleine Freudenträne vergessen sogar, weil es einfach so schön ist, weil man das genießen kann, weil das Leben so schön ist, wenn man das da kann und wenn man dann oben ist und anfangen kann und weiß, man kann wieder heimfahren, dann ist das sicher etwas vom Schönsten, was man überhaupt haben kann. Hier habe ich das Gefühl, dem Himmel näher zu sein und ich tauche in eine ähnliche Welt wie beim Pilgern ein. Jeder Augenblick beflügelt und verwurzelt zugleich. Erinnert einem, wie kostbar das Leben ist und wie wichtig es ist, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Und die dringliche Wichtigkeit kristallisiert sich heraus, dass wir mit dem Wunderwerk gefälligst enkeltauglich umzugehen haben, sodass meine Nächsten ähnliche Skitourenerlebnisse erfahren dürfen wie ich.